Yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich weiß, es ist jetzt schon ein bisschen länger her, so 8, 9, 10 Monate ungefähr, seitdem das letzte Video kam. Jetzt würde ich gern wieder ein bisschen mehr durchstarten wollen, muss natürlich jetzt erstmal Sachen aus der Vergangenheit noch nachholen. Heißt, wir haben viele News zum Remake. Wir haben diverse Themen, die man generell über Gothic durchsprechen kann, ein bisschen Lore-Technisches. Mir schweben auch gewisse Dinge vor, die so noch nicht auf YouTube sind. Parallel dazu bin ich aktuell selber tatsächlich noch an einem Projekt beteiligt, beziehungsweise leite das. Und dazu habe ich jetzt auch schon ein Team aufgebaut von um die 15 Personen. Mehr Details dazu natürlich später. In diesem Video geht es nämlich um die bisher veröffentlichten Bilder von Tieren aus der Spielwelt von Gothic 1. Jetzt halt eben im Remake. Und was ich mir gedacht habe, ich nutze diese Bilder vom Remake, die veröffentlichten von Alchemia Interactive, und vergleiche sie mal mit dem Original und gebe euch entsprechend auch noch meine Meinung dazu. Auch anhand eines Bewertungskriteriums oder mehrerer Bewertungskriterien, und die fließen dann entsprechend ein in eine Vergabe von Sternen. Ganz klassisch, 5 von 5 Sternen wäre das Optimum, und umso weniger, umso schlimmer finde ich diese Neuinterpretation. Fangen wir nun an mit den Landtieren, und als erstes haben wir den Scavenger. Der Scavenger. Schauen wir uns den erstmal im Remake an. Ja? Im Remake wirkt er für mich auf den ersten Blick, vor allem der obere Scavenger, wirkt sehr aggressiv, sehr brutal. Also ein Raptor. Ja? Er hat eine relativ lange Zunge, er hat Zähne, ja, die jetzt nicht allzu lang sind. Ja, wohlgemerkt. Ja, er hat seinen Schädel, der aber jetzt hier auch prähistorischer anmutet. Auch hier unten sind Fragmente davon, von der Panzerung in diesem Falle. Und auf dem Rücken sieht man das auch nochmal sehr schön. Und was mir hier halt auch komplett fehlt, ist einfach Gefieder. Also es ist wirklich eine normale Raptorentextur für mich. Auch die Füße sind relativ kräftig, das sind sie im Original zwar auch. Aber auch hier sind nochmal die Panzerung drauf. Aber wir schauen, wie gesagt, uns auch gleich das Original an. Der untere, neu interpretierte Scavenger, der hat für mich noch ein bisschen diesen Faktor von, ja, ich bin ein Vogel, pick, pick. Und dann kommt auf einmal ein Wolf an und bringt mich um. Der obere wiederum schaut halt sehr wehrhaft aus, ja. Ob es da jetzt eine Unterteilung in männlich und weiblich gibt und das eher das Männchen ist und hier eher das Weibchen. Ja, das sieht, ist ja auch recht interessant, würde ich jetzt mal sagen, weil wir sehen hier oben ein Horn und hier drei Hörner und hier halt eben gar keine Hörner, ja, also weder hier beim Kopf, außer hier hinten vielleicht ein bisschen, noch beim Rückenpanzer, na, also das kann schon ein Indiz sein dafür, dass es da eine Unterscheidung zwischen Männchen und Weibchen gibt. Wenn wir mal zum Original gehen, ja, wir haben auch relativ krasse Beine, Füße, ja. Das ist schon nicht abzustreiten. Also die Krallen hier, das ist alles so, wie es sein soll. Wir haben hier oben auch entsprechend den Panzer mit einem Art Horn, ja. Wir haben hier zumindest angedeutet, dass es nicht eine Masse ist, sondern dass es verschiedene Unterteilungen gibt, ja. Also verschiedene Schichten, so gesehen. Und hier ist auch angedeutet, dass es im Prinzip Einwölbungen gibt. Also es geht nicht bis zur Haut runter, ja. Das sieht man hier vielleicht. Das ist Teil vom Knochen. Das sind keine richtigen Löcher, sondern das ist eine Einwölbung, die natürlich jetzt in 3D ziemlich krass ausschaut, auch der Rücken und so weiter. Das ist natürlich etwas, woran man sich jetzt erstmal gewöhnen muss. Ich find's trotz alledem vielleicht ein bisschen zu heftig, ja?
Der Rückenpanzer geht hier ja auch richtig nach oben. Also hier ist wirklich mal ein massives Horn oben drauf. Und dieses hier ist ein bisschen klein. Das geht halt einfach mal schon ein bisschen unter. Wobei hier in dem Bild kommt das natürlich sehr schön zur Geltung. Hier wiederum nicht so sehr. Wenn wir es uns von hier anschauen, vom seitlichen Profil, ist es aber schon deutlicher zu sehen als jetzt hier beim Remake. Ein weiterer Punkt ist das Maul, ja. Also wir haben jetzt hier diese Zähne, wir haben die Zunge natürlich, wir haben hier außen sogar noch so einen Bereich. Und wenn wir da jetzt mal schauen, im Original gibt es jetzt hier keine Darstellung von Zähnen. Wir haben eine Zungentextur und generell ist das Maul halt unter diesem Schnabel, sage ich jetzt mal dazu. Ne? Mit diesem vorderen Werkzeug, da wird im Prinzip im Boden rumgepickt und es wird geschaut, wo sind Würmer. Vielleicht wird es auch benutzt, um irgendwie noch was beim Aas rauszureißen. Ja, es sind ja wie gesagt auch Aasfresser. Und da sehe ich hier halt, das ist direkt nahtlos unten drunter. Also wenn das Maul zugeht, ist das vielleicht hier, ja, in diesem Bereich. Dann geht es noch ein kleines Stückchen weiter vor. Also im Original ist das für mich nochmal ein bisschen krasser mit einem Vorbau, ja. Also hier schließt das ja theoretisch ab. Schauen wir mal, ja, hier, genau. Aber da ist auch noch ein guter Vorbau. Also es kommt drauf an, aus welcher Perspektive man das jetzt sieht und wie lang das dann ist. Von der Augenfarbe her, ja. Also wir machen das jetzt wirklich mal sehr detailliert. Hier haben wir so gelbe Augen. Hier sind sie eher so weiß. Stimmt, ein weiterer Punkt, den ich gerade eben vergessen hatte. Ich hatte ihn hier gesagt. Ich vermisse, also ich sehe hier nur eine raptorenartige Textur, ja. So schuppenartig. Wo sind die Federn? Also das sind für mich alles Federn. Das ist flauschig. Das ist ein Vogelgefieder, ja. Was vielleicht auch bunter sein kann wie in Gothic 3. Und das fehlt mir hier halt. Es ist für mich ein bisschen zu sehr vom Original entfernt. Deswegen entsprechend muss ich da halt leider 2 von 5 Punkten geben. Wenn wir mal uns den Snapper anschauen. Erstmal im Remake, ja. Im Remake, er hat enorm coole Augen, ja, also von der Augenfarbe her so eine gelbe Augenfarbe, also außenrum ist gelb und dann haben wir wie bei einer Schlange ähnlich aufgebaut. Die Nase ist auch sehr cool geworden. Zähne sind hier schon länger, aber wenn man das mit dem Scavenger von dem Bild vorher vergleicht, ist es halt irgendwo ein bisschen, ja, lachhaft, sage ich mal. Das hier hat man relativ oft bei Eidechsen so am Halsbereich, ja. Das macht schon Sinn, ist vielleicht ein bisschen zu krass, könnte ein kleines bisschen schmaler sein. Also es gibt natürlich Echsen, so Varan ähnlich, die haben da wirklich, die können das aufblustern, die können da Luft reinpumpen. Bei einem Raptor ist das jetzt vielleicht eher nicht ganz so angesagt, weil das sind für mich die richtigen Raptoren. Nicht wundern, das ist dieses Weihnachtsbild. Aber normal sitzen da noch die 2 Goblins drauf. Und deswegen haben wir hier einen Waffenausschnitt von einem der Goblins. Bei den Füßen, ja, das ist jetzt ein bisschen, ich glaube, wir sehen eh bloß hier diese Pfote, die Vorderpfote, ne, Krallen entsprechend. Es hat nicht nur 2, sondern müsste dann auch mehr haben. Im Original hat es 2 gehabt, wie man sehen kann. Hier müsste das, glaube ich, 3, oder? Man sieht es ein bisschen schlecht, weil das Bild schon dunkel gehalten ist. Ich habe mich übrigens auch mit meinem Kollege unterhalten, der Biologie studiert. Und entsprechend ist das hier ein cooles Merkmal, was jetzt hinzugefügt wurde, was man aus vielen Filmen dann doch schon kennt, die kurzen Hände, ja, die im Original entsprechend fehlen. Und dabei sind wir auch schon bei den Unterschieden. Von den Augen her ist es sehr schön umgesetzt. Das Maul entsprechend auch sehr schön adaptiert. Eine Zunge kann man im Original jetzt nur als Textur erahnen, aber nicht als Objekt. Wir haben diesen Halsvorbau. Ja, hier normalerweise müsste das ein bisschen nicht so krass sein, aber hier, es ist im Prinzip schon adaptiert, wie gesagt. Na, das finde ich auch hier, der Übergang vom Kopf zum Körper ist für mich hier realer
als hier. Also aus der Position geht's mal noch, aber hier ist halt schon heftig. Ja, also da ist eine richtige Kante drin, natürlich dem Alter des Spiels geschuldet und dem wenigen Vorhandensein von Polygonen, wobei ich fairerweise auch sagen muss, dass hier eine Rundung in Anführungsstrichen viel besser gelungen ist als hier hinten. Ja, also hier ist wirklich, zack, das ist schon sehr grundlegende geometrische Form mäßig, ja. Genau. Also so, ja, gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Runslänge wird wahrscheinlich ähnlich sein. Wir können jetzt nicht sagen, weil wir es nicht von hinten sehen, ob das jetzt, also hier diese Maserung, ob man die dann erkennt. Von der Farbe her finde ich es okay, dass das jetzt eine schwarze Variante ist. Einfach nur, weil wir, ich denke da immer ein bisschen an Gothic 3, ja. Da gab es verschiedene Einfärbungen von Snappern. Und ich finde, es spricht nichts dagegen, wenn die ein bisschen mehr Farbvielfalt haben. Dementsprechend würde ich den Snappern jetzt tatsächlich eine 5 von 5 geben. Bin ich sehr zufrieden damit. Schaut super aus. Hier nochmal ein Vergleich. Man sieht natürlich im Original, ein Snapper ist nur leicht größer als ein Scavenger. Wir haben aber hier im Remake beim Scavenger, wie gesagt, schon den Schwanz, den ein Snapper hat. Im Original hat ein Scavenger nur diesen kleinen, kürzeren Stüppel, ja. Die Beine sind tatsächlich hier unten beim Scavenger massiver als beim Snapper. Maultechnisch, wir haben es gesehen, keine Zähne. Hier haben wir Zähne. Das hebt das natürlich jetzt hier, wenn wir schauen, ein bisschen nicht mehr voneinander ab. Im Prinzip hat der Snapper keinen Panzer. Der Scavenger hat einen Panzer so gesehen, ne, am Kopf und am Rückenbereich. Und ja, das sind so Dinge, wie gesagt, also mir gefallen die Scavenger nicht, zumal sich dann halt der Snapper auch nicht sehr absetzt. Aber Snapper gefällt mir sehr gut. Gehen wir weiter zu den Goblins. Analysieren wir erstmal das Bild, auf welchem sie hier auf dem neu designten Snapper reiten. Natürlich ist das jetzt hier von der Gesichtsweise her, es war zu Weihnachten, ja, es war eine Special-Veröffentlichung. Müsste jetzt schon 2 Jahre her sein. Können wir jetzt nicht ganz so ernst nehmen. Sie schauen auf jeden Fall interessant aus. Gehen wir mal lieber hier rüber. Es hat sich nicht viel dran geändert. Ja, die Ohren, die Nase, detailmäßig halt entsprechend auch kleinere Hörner oder Poren und dergleichen, alles vorhanden beim Kopf. Auch hier ein bisschen natürlich an der Schulter. Es werden Teile von Rüstungen getragen, das kennen wir auch aus dem Original. Lange Fingernägel. Die alle schauen hier ein bisschen unterschiedlich aus. Also das ist natürlich extrem interessant fürs Remake, wenn man hier 1, 2, 3, 4 verschiedene Gesichtszüge hat. Oder einfach generell vielleicht der Goblin neben dem nächsten Goblin nicht gleich ausschaut. Und hier wird auch angedeutet, dass die entsprechend an einer Feuerstelle sind und da Fleisch essen. Das kennt man sehr gut. Von Gothic 1 nicht so sehr, aber von Gothic 2 schon eher. Da gibt's Höhlen, da stehen die am Lagerfeuer und da liegt auch Fleisch rum. Ja, also man kann dann schon davon ausgehen, dass die sich logischerweise ernähren, aber Gothic 2 hat es halt eben noch thematisiert. Dann haben wir natürlich die Krieger, die dann halt mit Rüstungsteilen wieder rumlaufen. Ich finde die Adaption hier ein bisschen gelungener als normal. Standard Gothic 2 hat ja wirklich Krieger eingeführt, welche eine Kettenrüstung anhatten, was ich ein bisschen heftig finde. Hier ist zwar auch ein Plattenpanzer vorhanden, aber es hält sich aber an Grenzen. Wer jetzt sagt, dass die ein bisschen spooky ausschauen, wie aus einem Horrorfilm, der Punkt ist einfach, schauen wir uns mal im Original das Ganze an. Sie haben auch hier schon angsteinflößende Augen. Sie haben schon relativ lange Zähne, ja, für ihre Körpergröße auf jeden Fall. Staturtechnisch stehen sie halt da, wie sie halt eben dastehen, ja. Sie haben generell Animationen, wo man sich eher denkt, ach ja Mensch, der kleine Goblin da hinten, ja. Aber im Prinzip springen die einen vielleicht sogar an und dann ist man schneller weg vom Fenster, als einem lieb ist.
Natürlich sind sie mit Waffen bewaffnet und in verschiedenen Farben kommen sie zur Geltung. Also hier haben wir den Goblin-Krieger von Gothic 1, ne? Der trägt jetzt noch keine Rüstung. Hier haben wir den grünen Goblin, den jungen Goblin und hier entsprechend zwei schwarze Goblins mit unterschiedlicher Bewaffnung. Genau, und so eine Gebärde hier ist jetzt nicht so krass drohend. Sie springen da ein bisschen rum und schauen sich ein bisschen cool um und das hat mir eigentlich schon immer ganz gut gefallen. Ah, genauso der grüne Goblin. Und ich muss sagen, die neue Interpretation, wie gesagt, vor allem mit den unterschiedlichen Gesichtern, mit dem Detailgrad. Wir haben hier unsere klassischen, jawohl, das sind unsere Fäuste und die Finger gehen nicht auseinander, ja, Texturen. Haben wir hier natürlich gar nicht. Schaut sehr gut aus, ne? Und deswegen, hier wird auch ein Scavenger gebraten, gebe ich da auch entsprechend eine 5 von 5. Dann kommen wir zum Mulwet. Schaut ganz gut aus. Kurzer Schwanz. Ein bisschen mit Haaren überzogen, aber ganz dezent gehalten. Da hinten schläft auch einer. Wenn die wirklich so diese Farbgebung haben, dann finde ich sie im Original teilweise ein bisschen rötlicher. Ich finde es aber nicht schlecht, weil wenn man es wie hier in so einer Gegend hat, dann sieht man die Tiere auch fast gar nicht. Also es ist so eine Art Tarnung, die die haben. Beintechnisch sind die Vorder- und Hinterbeine, ist eigentlich ganz okay. Man muss da immer ein bisschen gucken, was es für ein Tier ist. Ja, also gerade bei einem Raubtier wie einem Schattenläufer hat mir mein Kollege auch schon gesagt, es macht keinen Sinn, dass dann entsprechend die Vorderbeine stärker sind als die Hinterbeine. Und hier sieht man halt einen schönen Schenkel, ja. Und hier eher weniger, ne? Das geht geradlinig rein und hier ist schon mehr schenkelmäßig vorhanden und genauso ist es dann halt auch bei einem Schattenläufer oder sollte so sein, dass die Vorderpranken schon nicht so groß sind. Also auf jeden Fall nicht größer als die Hinterpranken. Im Original ist es aber so. Ich will aber nicht abschweifen. Die Augen sind so rot-bräunlich gehalten. Die Nase gefällt mir ganz gut. Wir haben hier vorne stärker ausgeprägte Haare. Könnten so Sinneshärchen sein. Sie müssten aber eigentlich noch weiter vorn an der Schnauze sein. Okay. So an der Seite ist ein bisschen komisch. Das Maul wurde ebenfalls übernommen. Das Einzige, was jetzt ist, es ist eine Art Nacktmul-Interpretation, weil wir haben hier vorne zwei Schneidezähne. Das Problem ist aber, dass ein Nacktmul oder ähnliche Tiere nochmal zwei Schneidezähne unten haben. Ja, also nur zwei oben und nur zwei unten und dahinter kein normales Säugetiermaul oder Goblinmaul, okay? Und das ist so eine Sache, da muss ich halt einen Punktabzug geben. Erstens mal hat auch das Original normale Zähne, rotbraune Augen, ist alles okay, Beinchen, ja, Haare sind jetzt hier nicht angedeutet, finde ich aber ganz, ganz nett als Änderung. Wir haben einen kurzen Schwanz, alles perfekt. Kann man jetzt nicht viel dagegen sagen. Farbtechnisch muss ich mich tatsächlich auch nochmal korrigieren. Ja, nee, das schaut schon ganz gut aus. Also, es gibt natürlich Varianten, wo sie manchmal ein bisschen rötlicher wirken, speziell wenn sie im Fokus sind, dann schauen die Tiere natürlich anders aus. Aber hier kann ich auf jeden Fall eine 4 von 5 vergeben. Ja, und dann schauen wir uns nun die Fleischwanze an. Erstmal im Remake. Es ist im Prinzip eine semi-öffentliche Geschichte. Es ist so gesehen kein Bild gewesen, welches auf dem Discord-Server veröffentlicht wurde, sondern es ist aus dem Trailer zur alten Mine, ja, der trotzdem logisch ein öffentliches Mittel ist. Aber es ist jetzt halt kein gerendertes Bild, sondern es war ja eine Videosequenz. Dennoch kann man hier sehr schön die Fleischwanze erkennen. Sie hat ihre typischen fünf Beine, wenn auch ein bisschen hier in Dunkelheit oder es tut ein bisschen mit dem Rest der Fleischwanze, mit dem Chitinpanzer verschmelzen. Wir haben die Fühler, wahrscheinlich hier vorn kleine Knopfaugen oder keine Ahnung, was so ein Tier hat entsprechend. Und hier hinten sehen wir auch, schätze ich mal zulaufend, die Säuredrüse. Im Original genau gleich, so gesehen, nur weniger detailreich. Wir haben die Fühler, wir haben fünf Beine pro Seite.
den Schildteampanzer, der vorhanden ist. Die Säuredrüse, ja, hier auch nochmal zu sehen. Und das ist halt ganz interessant bei der Textur. Das können wir jetzt im Remake nicht sehen, weil wir die Wanze nicht von oben sehen. Haben wir hier halt etwas Grünes angedeutet. Und das sind halt diese Säurefragmente, die ein Überbleibsel sind von einer Idee, dass entsprechend eine Fleischwanze sich auch mit solcher Säure verteidigen kann. Schlussendlich muss ich sagen, haben wir auch noch eine Thematik bei der Fleischwanze. Wenn es ein Insekt ist, Insekten haben kein klassisches Fleisch. Also sie haben kein Muskelgewebe wie wir Säugetiere. Und dementsprechend ist es schwierig, da Fleisch herauszubekommen. Man kann aber auch in einen anderen Bereich gehen und kann sagen, okay, es schaut nicht aus wie eine Wanze, was ja ein Insekt ist, sondern es schaut aus wie eine Kellerassel. Kellerassel ist wiederum, geht in die Krebstierrichtung. Und bei Krebsen wisst ihr ja, dass man da auch Krebsfleisch essen kann. So, also entsprechend bei einem Krebstier wie einer Kellerassel ist dann schon ein bisschen Muskelmasse vorhanden, auch wenn eine Kellerassel sehr klein ist, ja, mini klein. Bei einer Fleischwanze kommen wir ja doch schon auf das Volumen von einer Hand, ja, oder vielleicht sogar so groß wie ein Fuß. Und dementsprechend kann man sich da schon vorstellen, dass da Fleisch vorhanden ist. Unter anderem kann man aber auch einfach sagen, okay, wir gehen da ein bisschen in den Fantasy-Bereich, gehen ein bisschen weg von der Realität und sagen einfach, ja, die hat jetzt halt Fleisch. Passt. Ja. Man kann aber natürlich auch einfach sagen, okay, da es ein Insekt ist, macht man es einfach wie in Asien. Die ganze Fleischwanze an sich ist lootbar vom Boden und kann dann gegrillt werden und wird dann halt entsprechend gegrillt, zerhackt oder zerschnitten, je nachdem. Und dann kommt die halt in das Fleischwanzen-Ragout rein entsprechend. Genau. Könnte man ja auch so machen. Am Ende kann ich sagen, gefällt mir sehr gut, diese neue Adaption. Die Fühler wirken natürlich nun realer. Man sieht zwar hier auch anhand der Textur, dass da vielleicht verschiedene Gelenke drin sind, aber hier ist es einfach natürlicher, ja, vom Bewegen her. Gefällt mir sehr gut, deswegen kann ich da nur eine 5 von 5 vergeben. Ja, als nächstes haben wir den Feuerwaran. Und diese Szene stammt aus dem Renderfilm des alten Lagers. Entsprechend war dort ein Arena-Kampf am Ende zu sehen, bei welchem ein Gefangener gegen einen Feuerwaran kämpfen musste. Viele in der Community haben sich die Frage gestellt, wie man einen Feuerwaran einfangen kann. Keine Ahnung, ob man irgendwelche Köder bauen kann mit irgendeinem starken Schlafmittel, was die Viecher vielleicht essen würden. Aber ja, ich sehe diesen Punkt auch. Ein Schattenläufer ist schon extrem krass, aber ein Feuerwaran in Gothic 1 ist ja mal exorbitant stark. Also die meisten Leute, wenn man so spielt, egal welche Rüstung man trägt, selbst eine Magierrobe, man wird von dem angegriffen mit dem Feuer und brennt einfach komplett aus. Also ist meistens ein One-Shot, soweit ich weiß. Und in Gothic 2 ist der Feuerwaran dann entsprechend schon nicht mehr so stark gewesen. Wir sehen jetzt hier auch immer noch vorhanden den Kamm. Der ist ähnlich zu einem Dinosaurier, welchen ich entsprechend auch einblenden werde. Wir sehen halt hier auch mehr Schuppen und das gefällt mir schon mal ziemlich gut, weil normalerweise haben Echsen schon sehr schuppige Haut. Wir werden dann auch noch zu einer Referenz vom Komodowaran kommen. Von den Augen her, ja, das können wir jetzt hier halt schon nur ganz leicht einschätzen, wird es wahrscheinlich in die gleiche Richtung gehen. Wie gesagt, der Kamm ist vorhanden und mehr Schuppen finde ich auf jeden Fall gut. Er hat einen Maul mit Zähnen, was halt auch schon Sinn macht bei einer Echse. Und als ich dann Bilder gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass die Hinterbeine um 90 Grad nach außen gedreht sind, ja. Das ist interessant, weil das Movement von den Echsen ist ja wirklich, dass die im Prinzip so zurückspringen, ja. Und da werden die wahrscheinlich die Füße nach außen machen.
Also im Prinzip so wie wenn ich das jetzt so nach innen mache, machen die das halt nach außen. Aber ihr seht schon, na, bei Menschen ist das ein bisschen schwierig. Diese Handhaltung geht halt vom Gelenk her nicht, ja. Auch bei den Füßen nicht. Dafür sind wir halt nicht ausgelegt. Aber anbei blende ich euch mal ein paar Bilder ein. Ich habe schon gesehen, dass bei diesen Komodo-Varanen, die man hier sieht, entsprechend man schon den Eindruck hat, dass das sehr mobil ist von der Gelenkigkeit her. Und dementsprechend müsste das auch möglich sein. Aber wir haben auch ein Bild, bei dem man ganz klar sieht, okay, da ist es eher so, dass die beide, also alle vier Beine, ja, beide Beinpaare, trotz alledem immer nach vorn ausgerichtet haben und halt nur nach Bedarf so mobil sind. Ja, die Krallen sind jetzt hier rot geblieben, schätze ich mal. Es ist natürlich jetzt ein Bild, was auch ein bisschen nachbearbeitet wurde. Original aus dem Film wäre es nochmal ein bisschen unschärfer gewesen, weil es wirklich eine ganz kleine Szene im Hintergrund war. Trotz alledem gefällt mir der Feuerwaran sehr gut. Dementsprechend kann ich auch eine 5 von 5 vergeben. Ja, und dann sind wir beim Mindcrawler angekommen. Wir sehen diesen Mindcrawler hier aus der Szene der alten Mine. Ja, die Rendersequenz entsprechend, der Flug von dem Außenbereich in die alte Mine rein, in die tiefen Schächte, in welchen dann zwei Butler tiefer in den Schacht hineingeschickt wurden und einer wurde getötet und dann kam ein kleiner Angriff der Mindcrawler. Ja, also die Minenkrabbler, wenn man es mal so sagt auf Deutsch, waren für mich schon immer so ein bisschen ameisenmäßig. Im Remake weicht man etwas davon ab. Man sieht jetzt hier vier Augen, sie leuchten auch in der Dunkelheit. Und hier haben wir ein detaillierteres Bild, ja, also wir haben die vier Augen, wir haben die ausgearbeiteten Beine mit Werkzeugen, vor allem bei den Vorderbeinen. Auch hier an den Zangen sind entsprechend, an den Mundwerkzeugen. Ja, hier haben wir Mundwerkzeuge und hier haben wir weitere zum Greifen und zum Zerschneiden, Zerhebeln, whatever. Gefällt mir prinzipiell ganz gut. Jetzt sind wir aber beim Vergleich. So. Die Anordnung der Beine ist im Original so, dass sie sehr straight nach unten gehen und hier nur leicht nach oben und dann nach unten. Ja, wir sehen das auch besser hier. Also es geht nur nach unten, kurz nach leicht nach oben schräg und dann wieder runter. Hier auch entsprechend, das sieht man dann hier besser. Ne? Direkt am Körper angebunden, geht nach oben und dann nach unten. Ja, und das Hinterbein entsprechend geht leicht schräg nach oben und dann nach unten. Jetzt ist es einfach so, wir sehen es auch hier. Die Beine gehen hier massiv nach oben, also in einem viel steileren Winkel und gehen dann bogenförmig nach unten. Ja? Und das sieht man halt hier wirklich sehr extrem. Ich habe es auch hier mal gelb nachgezogen, provisorisch der Dunkelheit geschuldet, sonst würde man das nicht so gut sehen oder ahnen können, wo da die Beine sind. Hier sieht man es tatsächlich noch am besten, da sieht man noch Fragmente vom Bein, aber hier drüben ist es dann schon Dunkelheit. Jetzt muss man ja auch dran denken, man hat diesen kleinen Körper, ja, hier im Original finde ich ihn sogar größer. Hier läuft er halt schmaler zu als hier. Und man hat diesen kleinen Körper und dann kommen da solche riesigen Beine dran. So. Und dann haben wir halt hier diese Mund-Kiefer-Werkzeuge, die entsprechend jetzt im Remake detailreicher sind. Wie gesagt, wir haben hier die einzelnen Zacken, wir haben hier eine ganz klare Spitze, wir haben hier etwas, mit dem man vielleicht zustechen kann oder irgendwas festhalten kann oder so, wie eine Krabbe vielleicht zuschnappen kann. Das gefällt mir prinzipiell schon ganz gut. Bei den Augen haben wir hier auch mehrere Augen angedeutet, also im Prinzip sogar vier große Punkte, wobei es eher auch den Eindruck macht, dass dazwischen noch kleinere Punkte sind. Also ähnlich wie bei Spinnen, die haben sehr viele Augen. Und panzertechnisch haben wir halt an verschiedenen Stellen beim normalen Mindcrawler kleinere, festere Teile, wie hier zum Beispiel am Kopfrücken. Und auch hier, diese Haut wird ein bisschen fester sein. Vor allem die Oberseite ist schon fester als der Bauchbereich. Das kann man hier schon erahnen. Entsprechend geht auch die Panzerung leicht auf die Beine über. Das sieht man jetzt hier so gesehen auch. Man hat die Gelenke
Und es ist halt schon eine Art Chitinpanzer. Auch hier haben wir so kleinere Knochen, die da abstehen. Prinzipiell alles ganz gut. Jetzt schauen wir uns mal das Maul an. Das Maul an sich hat hier oben einfach nur, meiner Meinung nach, wiederum eine Art Panzerung. Ja, lokale Panzerung. Mehr ist da nicht. Jetzt haben wir hier auf einmal eine klare Unterteilung und es schaut aus wie Zähne. So, auch hier, das sind halt Zacken, ja, das kann das gleiche sein, das gleiche Knochenmaterial oder irgendwas wie hier, das gleiche Panzermaterial. Aber es ist halt trotzdem zu sehr Zähne-like, finde ich. Und generell das Aussehen von den Remake-Wallern erinnert mich viel mehr an eine Spinne als an eine Ameise. So, weil im Original ist es einfach so, man muss ja mal schauen, die leben in einer Höhle, ja, in einer unterirdisch, in einer Art Bau. Sie haben eine Königin, sie haben viele Arbeiter und manche Krieger. So, Spinnen leben allein beziehungsweise zu zweit, wobei da die weiblichen Tiere, die Weibchen nicht so nett zu den Männchen sind. Meistens fressen die die auf nach dem Paarungsakt. Dementsprechend passt das nicht, dass es jetzt mehr in die Spinnenrichtung geht. Auch die Beine, es geht mehr in die Spinnenrichtung. Ich meine, wir haben keine 8 Beine, sondern wir haben halt die 3 Beine pro Seite, also 6 Stück, was wiederum für eine Ameise spricht, was auch im Remake hier übernommen wurde, fairerweise. Aber trotzdem geht's halt einfach zu sehr in Richtung Spinne. Das Einzige, was noch so ein Spinnenteil ist, ist so gesehen die Spinnenweben, sage ich jetzt mal. Ja, es gibt ja die Spinnenweben in dem Minecrawler-Bau. Und ansonsten haben wir halt noch die Tunnel, aber die Tunnel und dergleichen, die Anordnung, die spricht auch viel mehr für Ameisen. Wenn das eine Spinne wäre, dann wäre das im Prinzip ein riesen Spinnennetz an ganz vielen verschiedenen Stellen. Ich muss da mal ein bisschen an Risen 3 tatsächlich denken. Da gab es ja diese riesige Spinne. Und dann auch die Spinnennetze. Das passt dann schon viel besser, aber das passt halt nicht zu einem Minecrawler. Ganz nett aufgegriffen. Es ist auch cool, also furchteinflößend, wenn die Augen in der Nacht leuchten oder in der Dunkelheit besser gesagt. Ja, in der Mine ist es ja immer dunkel. Trotz alledem, für mich ist es zu sehr spinnen-like. Vor allem die Beine stören mich und wie gesagt, der Mund, das ist wirklich wieder. Also es wird irgendwie wie bei der Blutfliege, es wird auf Krampf versucht, ein Gebiss einzubauen. Was wie gesagt bei Insekten keinen Sinn macht. Säugetiere, alles okay. Mallrats, ja, kann man alles machen, kein Ding. So. Schattenläufer natürlich. Orkhund, ja, alles, da kann man schöne Gebisse machen. Genau. Und der Scavenger ist halt auch so ein gutes Beispiel. Der Scavenger ist halt ein Vogel, ein Laufvogel, so. Und es ist halt einfach nicht so, wenn ich mir jetzt einen Adler oder einen Falke oder einen Rabe oder sonst was anschaue, dann haben die da auch keine Zähne im Schnabel. Und dann verstehe ich halt nicht, warum im Remake solche Sachen gemacht werden. Und dementsprechend gebe ich dem Minecrawler eine Wertung von 3 von 5 Punkten. Und von den Landtieren kommen wir nun zu den Flugtieren. Schauen wir uns mal die Blutfliege an. Also die Blutfliege an sich. Schöne große Flügel. Von der Textur her sind sie jetzt halt. Also ja, hier ist logisch, die sollten nicht. Ja, also sollte kein Gitter sein, sondern die sollten schon geschlossen sein, okay? Sonst würde das ja nicht für Auftrieb sorgen. Auf der anderen Seite, farbtechnisch müssten diese dann entsprechend noch ein bisschen dunkler sein. Es kann aber auch sein, je nach Beleuchtung, dass sich die Farbgebung ändert. Sowohl generell bei allen Tieren, als auch vor allem bei den Flügeln. Ne? Dass man vielleicht die Flügel bei Nacht logischerweise wegen anderen Lichtverhältnissen schlechter sieht als am Tag, wenn die gleißende Sonne drauf scheint. Wir haben die kleinen Beinchen. Wir haben jetzt doppelt so viele Augen. Also normal sind es 2 Augen, jetzt sind es im Prinzip 4, also 2 pro Seite. Wir haben auf einmal Zähne. Die Panzerung ist mit vorhanden, die kennen wir auch aus dem Original. Der Stachel ist jetzt ein bisschen nach vorn gestellt.
Also, na, bildperspektivisch ist hier, ist die Blutfliege ein bisschen so schräg im Raum, ja. Und entsprechend ist der Kopf, der Stachel näher am Betrachter, würde ich das jetzt, also ich würde das mal so sehen. Deswegen wirkt das auch ein bisschen groß. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass mir der Stachel ein bisschen zu groß ist. Wenn wir uns jetzt mal die Blutfliege vorstellen, die ist vielleicht so groß, dann ist der Stachel ungefähr so, wie das jetzt vom Verhältnis her angedeutet ist, ja. Und ich finde das ein bisschen heftig. Also die Blutfliege ist schon sehr groß, aber bei so einem Stachel, dann habe auch zuletzt mit einem anderen Gothic-Fan drüber geredet aus meinem aktuellen Projekt, dann weiß ich nicht, ob der Stachel nicht schon gefährlich genug ist, ja. Also dann braucht es nicht unbedingt noch Gift sein. Genau, kommen wir mal zu den Vergleichen. Also wie gesagt, Flügelfarbe ist ein Punkt, den ich aber jetzt nicht allzu sehr ankreide. Augen. Wir haben hier schwarze Facettenaugen mit mehreren Pupillen, also so, na, es gibt ja unterschiedliche Augenmodelle. Das könnte hier jetzt auch vorhanden sein, nur ganz fein punktiert. Das weiß ich nicht. Aber ich finde es nicht gut, wenn man auf einmal doppelt so viele Augen hat, statt zwei entsprechend vier. Dann sind wir beim nächsten Punkt. Wir haben hier rechts und links diese Zangen. Haben wir hier links auch angedeutet, wird es rechts entsprechend auch geben. Ist natürlich ein Pluspunkt. Wir haben hier aber auch einfach nur ein ganz normales Maul, ähnlich wie beim Scavenger. Und auf einmal kommt Alchemia Interactive auf die Idee, da Zähne reinzumachen. Jetzt mag das für manche okay sein, aber für mich war Gothic immer so ein bisschen Realitätsnähe. Also irgendwo eine gewisse Realitätsnähe. Mittelalter an sich, vom Setting her, Tiere wie Wölfe, ja, man könnte jetzt komplett in die Fantasy gehen und sagt, es gibt überhaupt gar keine Wölfe und auch keine Bären, also Bären gibt's natürlich auch nicht, ja, aber ihr wisst, was ich meine, so dass man komplett abgespacede Tiere hat, die sich keinerlei Grundlagen bedienen. Ich meine, eine Fleischwanze oder eine Wanze an sich ist generell auch einfach nur eine Kellerassel, ein bisschen größer, ne? Und weiterhin macht es, es ist ja ein Insekt. Und Insekten haben 6 Beine. Check. Insekten haben keine Zähne. Nicht. Ja, das Kriterium passt hier halt nicht. Also es ist eigentlich ein Insekt. Es kommt rüber wie eine Wespe, wie eine Biene. Es hat einen Stachel. Es hat Flügel. Es hat 6 Beine. Und dann hat es auf einmal Zähne. Und das ist so ein Punkt, der macht halt keinen Sinn. Stachel, wie gesagt, zu lang. Stachelpart, also des Körpers zu groß. Im Original sieht man, dass der Stachel ganz klein ist, ja. Und wenn man diesen vorderen Teil nimmt und ins Verhältnis setzt zu dem da, dann ist das 3-mal so lang hier ungefähr, grob. Panzertechnisch finde ich das aber ganz cool, ne. Also wir haben ja diesen Panzer angedeutet. Wir sehen hier auch diese Übergänge. Und die Beine, ja klar, wenn man sich jetzt eine Fliege anschaut, die hat auch sehr dünne Beine. Ich finde allerdings, dadurch, dass die Blutfliege sich dann auf diesen Beinen absetzt und ausruht, ja, man muss wirklich ausruhen sagen, habe ich zuletzt jetzt auch mit dem Dialogen mit meinem Kollege festgestellt, dass Insekten nicht schlafen, so wie wir Menschen. Ja. Das ist auch so eine Geschichte, die Gothic aber sehr gut abbildet. Weil wenn man mal überlegt, die Blutfliegen sitzen dann zwar rum, weil sie bei Nacht nicht so gut sehen. Also es gibt wenig Insekten, die bei Nacht gut sehen. Und deswegen sind sie halt nicht nachtaktiv, sondern sie setzen sich halt hin, haben meistens sogar die Augen offen und warten einfach nur. Also die brauchen nur ganz kurze Ruhepausen, auch Ameisen zum Beispiel. Die sitzen mal 15 Sekunden rum und dann wird weitergearbeitet. Also es sind eigentlich richtige Arbeitsmaschinen. Die brauchen keine 8-9 Stunden Schlaf. Und trotz, dass es manche gibt, die wechselwarm sind, ja, genauso wie wir Menschen, können sie gerade Wespen oder so, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn es dann kälter ist, minus 5, minus 10 Grad, die bewegen sich einfach weniger und das ist schon ganz interessant, weil im Prinzip machen die das ja dann auch bei Nacht, so gesehen. Die ruhen sich halt aus, die warten, bis sie wieder was sehen können und dann schwirren die wieder rum wie bekloppt. Und mein Punkt ist einfach nur, die benutzen ja wirklich diese Beinchen, um sich
drauf abzustützen. Und bei diesem ganzen Körpergewicht, was der Rest hat, weiß ich nicht, ob die Beine das tragen würden. Im Original kein Problem. Ne? Die Beine sind halb so lang, wie der Körper an sich ist. Hier würde ich sagen, die Beine sind 20% von der Höhe des Körpers. Oder vielleicht sogar nur 15%. Und deswegen gebe ich der Blutfliege schlussendlich eine 3 von 5, weil sie schon recht nah am Original bleibt, bis auf, dass die Beine anders sind, also kürzer, kleiner, der Stachel ist länger, wir haben auf einmal doppelt so viele Augen und wir haben vor allem ganz schlimm für ein Insekt, wir haben Zähne. Also die Zähne sind, bei den Augen ist ja okay, hat halt 2 Augen mehr, aber die Zähne ist für mich eine No-Go-Nummer, wenn man das als Insekt hinstellt. Zum nächsten Flugtier, die Harpie. Bei der Harpie werden vielleicht viele jetzt sagen, wo ist jetzt die ursprüngliche Frau hin? Ja, aber Harpie an sich kann einen huhnähnlichen Unterbau haben mit einem Frauengesicht. Es gibt aber auch andere Interpretationen aus der Vergangenheit. Na, es ist dann halt einfach irgendwo ein Fantasiewesen. Es muss nicht unbedingt so krass weiblich ausschauen. Und das finde ich dann schon trotz alledem auch passend. Wir haben ein schönes, dunkles Gefieder. Es ist jetzt sogar ein bisschen dunkler gehalten als im Original. Es geht aber auch ein bisschen ins Bläuliche, so bläulich-schwarz, wobei eher schwarz. Wir haben hier mit weiß-grauen Elementen wird hier gearbeitet. Ja, das sehen wir an den Armen, das sehen wir teilweise an den Beinen. Und dann gibt es aber auch solche echsenmäßigen Schuppen. Finde ich ganz gelungen. Schönes Gefieder. Hier machen die Zähne auf jeden Fall Sinn. Ich meine, wir kennen das auch von den Sirenen zum Beispiel. Die wunderschönen Frauen, die dann da mit ihren Gesängen die Seefahrer herbeirufen. Ich wollte gerade irgendjemand sagen, aber es sind ja die Seefahrer. Und dann werden sie verschlungen. Verglichen mit dem Original, entsprechend natürlich für YouTube verpixelt, haben wir hier halt eine ganz klare Frauendarstellung. Wir haben Haare, aber auch das Remake bietet jetzt Haare an, die hier hinten halt entsprechend runtergehen. Und auch hier an der Seite geht es runter. Na, das ist schon ganz okay. Hier haben wir eher so graue Flügel mit so einzelnen Zacken außen. Die sehen wir hier oben auch entsprechend. Weitere gibt es nicht, beziehungsweise eher dann wahrscheinlich auf der Hinterseite des Flügels. Wir haben schöne Krallen, also die Krallen sind eigentlich auch 1:1 sehr super übernommen. Finde ich sehr cool. Wir sehen auch hier, dass dann Schuppen auftreten und hier, dass das weißer wird. Ja, genau diese Bereiche sehen wir hier auch wieder. Na, entsprechend meinte ich, dass hier einfach die Federn noch drüber gehen, aber trotzdem das irgendwie so vorhanden ist. Der Schwanz. Der Schwanz, der fehlt jetzt hier. Der müsste ja dann hier so rauskommen. Das ist vielleicht noch ein Punkt, weswegen ich jetzt aktuell eine 4 von 5 geben würde. Ja. Und wenn wir bei Flugwesen bleiben wollen, die nicht mehr leben, dann sind wir beim Skelettmarkt. Dabei können wir auch noch über die Landwesen, haha, die lachenden Skelette sprechen. Diese schauen ganz gut aus. Das hier schaut jetzt eher ein bisschen, ich sag, lachend aus. Hier hinten haben wir ein düster wirkendes. Wir sehen auch hier ein Skelett mit einem Helm. Ja, sehr cool. Hier könnte auch irgendwas Ähnliches sein. Auch mit so einem Helm, was so leuchtet. Die finde ich schon ganz cool. Aber jetzt geht es vielmehr um den Skelettmagier. Im ersten Moment, als ich mir das so aus Distanz angeschaut habe, dachte ich mir, okay, im Original sehe ich die roten Augen fast gar nicht. Das Remake, da sehe ich sie sehr. Und es hat mir erstmal nicht so gefallen. Man muss aber jetzt auch dran denken, wir haben keine Textur, wo wir einfach nur 2 rote Pünktchen reinsetzen, sondern wir haben ein echtes 3D-Modell eines Skelettkopfes. Und da hat man diese 2 roten Kugeln reingepackt.
Und das finde ich schon ganz nett, weil das wird ja auch dynamisch ein bisschen leuchten. Vielleicht flackert das sogar. Das wäre richtig cool, wenn das so flackern würde. So an, aus, ja. Dann hat das ein, hat der Skelettmark ja eine sehr schöne Robe bekommen. Also es ist nicht einfach nur ein Stofffetzen, der ein bisschen eine Textur hat wie im Original, sondern wir haben ja eine gewisse Diversität aus lila, grau, grün mit Wappen drauf. Wir haben hier so Wurzel, Holz, ähnliche, geweihartige Strukturen. Ja, das zieht sich bis zur Krone hoch. Also es ist wirklich ein Monster, bei dem man sich denkt, das gibt's nicht so oft in der Spielwelt und das gibt's ja auch nicht oft in der Spielwelt. Also Skelette sind ja schon selten, aber der Skelettmagier ist ja schon gerade in Gothic 1 und auch in Gothic 2, also eigentlich der ist wirklich sehr selten, muss man sagen. Und jetzt haben sie ihm noch einen Zauberstab verpasst, ja, aus Gothic 3. Finde ich nicht schlecht, so wird die Lore ein bisschen mit aufgegriffen. Die Zauberstäbe wurden in Gothic 2 im Add-on ja schon eingeführt in die Nacht des Raben und jetzt halt auch in Gothic 3 haben sie dann die Bewandtnis gehabt, dass man zum Beispiel Zauber von Gegnern abblockieren konnte mit den magischen Stäben. Vielleicht kann er dann hier sogar auch damit zaubern, vielleicht kann man den Stab erhalten und so. Also das finde ich schon ziemlich cool gelungen. Beim Original, wie gesagt, wir haben hier rote Augen, aber die sieht man kaum. Wir haben natürlich auch ganz normales schädelartiges Gesicht, ja, alles perfekt. Schaut hier auch ein bisschen alt aus, also der Typ muss definitiv mal wieder zum Zahnarzt. Das Gewand an sich selber war halt schon immer so eine dunkle Textur, ja. Kapuze drüber hat er hier auch, nur halt noch diese schönen Kronenelemente. Und hier hat es immer so ein bisschen ausgeschaut, wie als wäre das Skelettmark ja einfach nur durch Spinnenweben geflogen, ja. Und dann haben wir halt noch den Teil von der Wirbelsäule nach unten gehend. Der ist jetzt hier im Prinzip auch da, nur dass das Gewand das dann verdeckt, ja. Ziemlich smart gelöst. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel über den Original-Skelettmark hier zu sagen. Was ich aber sagen kann, dass ich volle Punktzahl geben kann für den Remake Skelettmagier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wenn dann entsprechend die musikalische und die visuelle sowie die Sound-Sachen übereinstimmen, ja, irgendeine Lache oder irgendein Schrei von dem. Ich denke da gerade ein bisschen an Herr der Ringe, so die Nazguls, wenn die dann so rumgeschrien haben. Das wäre schon krass. Ja, und jetzt wünsche ich euch einfach mal ein gesundes und frohes neues Jahr. Warum, fragt ihr euch jetzt sicherlich? Ja, das ist ganz einfach. Und zwar war das Video so gesehen schon fertig geschnitten. Das war kurz vor Weihnachten. Und dann dachte ich mir, naja, letztes Jahr wurde auch was veröffentlicht. In dem Falle jetzt vor 2 Jahren. Und vielleicht machen sie das ja wieder. Und dem war auch so. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, nehmen wir das halt noch mit rein in das aktuelle Video. Und so gesehen haben wir jetzt im Prinzip hier den neuen Sumpfhai. Wir schauen uns den natürlich erstmal wieder in der Remake-Variante an. Wir haben als Größenreferenz hier entsprechend einen Gardisten gegeben, der seine Waffe mal auf der rechten Seite trägt, was zum Beispiel auch ziemlich interessant ist, dadurch, dass es einfach auch generell viele Details geben soll. Jeder Charakter soll unterschiedlich ausschauen und wenn man bei sowas schon beginnt, dass jemand mal die Waffe nicht links, sondern rechts trägt, weil er vielleicht Linkshänder ist, dann ist das schon mal was, wo man sagen kann, das ist auch was Cooles. Aber darum geht's jetzt nicht, sondern vielmehr um den Sumpfhai hier. Wir sehen schon, der erhebt sich majestätisch aus dem Wasser heraus, aus der sumpfigen, morastischen Landschaft und macht auf den ersten Blick einen sehr furchteinflößenden Eindruck, auch auf den zweiten Blick. Ja, und wenn wir dann mal schauen, hier haben wir den Schwanz, das Schwanzende des Sumpfhais. Das heißt, der ganze Körper schlängelt sich hier vom Schwanzende hier entsprechend entlang, wird dann breiter, genau wie im Original.
Und der Kopf ist dann relativ massiv gehalten. Wir haben die klassische Aufteilung in drei verschiedene Bereiche. Und hier ist es jetzt so gemacht, dass überall Zähne vorhanden sind. Und man erkennt auch das Maul schlussendlich, was dann in den Verdauungstrakt wahrscheinlich führt. Mit ein bisschen weniger Zähnen als im Original. Das schauen wir uns gleich im Vergleich an. Aber dadurch, dass hier außen in den Bereichen sehr viele Zähne dazugekommen sind, finde ich das ziemlich stimmig. Und wir sehen auch hier noch entsprechend etwas Säure, Magenschleim, whatever. Ja, also auch hier dazwischen die Fäden, die sich da ziehen, das macht schon einen sehr coolen Eindruck. Restbestände von Wasser, die hier nach oben geschleudert wurden, als er sich halt aus dem Morast und Wasser erhoben hat. Im Original, von der Textur her, hier sieht man auch, dass es unterschiedliche Texturierungen gibt. Die Unterseite ist entsprechend in einer anderen Textur als hier diese Außenkante. Und ich gehe mal davon aus, hinten schaut es dann nochmal ein bisschen anders aus. Das können wir aber jetzt von hier aus noch nicht einschätzen. Wir haben, wie gesagt, das Maul und generell der Kopfbereich, der am dicksten ist, heißt vom schmalen Schwanz, wie wir ihn auch hier haben, bis hin zum Kopf, tut sich das dann auf jeden Fall in der Breite und in dem Ausmaß ausbreiten entsprechend. Und das gefällt mir schon ziemlich gut. Schauen wir hier mal im Original. Wie gesagt, wir haben da mehr Zähne um den Verdauungsschlauch, sage ich jetzt mal dazu. Dafür haben wir hier an den also an diesen drei Bereichen keine Zähne so richtig angedeutet. Also hier außen vielleicht jeweils vier Stück oder vielleicht auch hier oben noch ein paar, aber das lässt sich durch die Texturen immer schlecht sagen. Und das hier schaut eher aus wie so eine Art Giftdrüse oder dergleichen, keine Ahnung. Ja, wir haben hier dieses, ich sag mal, Schlangenähnliche. Also wenn man jetzt an so eine, ich glaube, Königskobra müsste das sein, denkt, die hat ja dann auch so einen Bereich, wo sich das oben dann so formt beim Kopf. Und das schaut schon ziemlich bedrohlich aus. Und das haben wir hier so gesehen auch, dass das rechts und links vorhanden ist. Das Maul nimmt halt hier entsprechend einen sehr großen Bereich ein. Ja, und dann haben wir hier auf der Rückseite auch entsprechend eine andere Textur, beziehungsweise eine Verhornung, würde ich dazu sagen, ähnlich wie bei den Scavengern. Also eine Art Panzerung. Die ist wahrscheinlich im Remake auch vorhanden. Ich schätze mal, das geht hier hinten an der Seite. Also wie hier geht das dann im Prinzip auch hinten mit dem gleichen Material, eventuell sogar weiter. Ja, und dann haben wir hier noch einmal diese Aufliegerfläche, ja. Also das scheint im Prinzip im Original wie eine Art Hautfetzen zu sein. Und ich finde, hier könnte es auch aufs selbe hinauslaufen, dass im Prinzip dieser Teil hier, den ich jetzt mal umfahre, natürlich nicht das Maul, dass der auch so dünn gehalten ist wie das Maul im Prinzip. Und hier wirklich nur in der Mitte der größere Teil ist vom Volumen her. Dass sich das im Prinzip wie eine Art Lappen hier abhebt. Genau. Soweit zum Sumpfhai. Ich bin sehr zufrieden. Ich finde das auch cool, dass mehr Zähne und in unterschiedlichen Größen vor allem Zähne vorhanden sind. Im Original gibt Textur fast alles gleich große Zähne vor. Und ja, so kleine Details wie dieses Rote hier am Kopf, das werden wir sicherlich dann im Remake auch auf jeden Fall sehen. Man sieht ja auch schon, dass hier eventuell durch die Beleuchtung der Fackel wird das hier auch ein bisschen beeinträchtigt. Na, das sieht man jetzt hier ganz schön, dass hier das Fackellicht am hellsten ist und hier hinten ist es dann dunkler. Gefällt mir sehr gut und deswegen kann ich da nur eine 5 von 5 vergeben. Und damit würde ich sagen, in der nächsten Zeit werden auf jeden Fall noch ein paar kleinere Videos kommen. Ich werde auch noch mal ein Video machen, bei dem ich alles ein bisschen zusammenfasse. Ja, wann fing das an mit dem Remake?
wie ging das weiter, was wurde in den ganzen Podcasts berichtet, was ist meine Meinung vor allem auch immer dazu, ne? Geht nicht einfach nur darum, eine Berichterstattung zu machen, sondern wirklich fundiert über solche Themen zu sprechen und da wirklich zu schauen. Auch teilweise ein bisschen, ja, okay, Kollege, wie gesagt, Biologiestudent. Und ich finde, bei gewissen Dingen kann man dann schon sagen, da gibt's eine Vorlage in der Natur. Es steht auch in den Designdokumenten teilweise drin, dass manche Tiere halt entsprechende Vorlagen aus der Natur übernehmen. Aber wenn dann manche Kriterien wie bei der Blutfliege entsprechend nicht stimmen, wenn man sagt, das ist ein Insekt und dann hat's auf einmal Zähne und es gibt keine Insekten, die Zähne haben, ja, dann, oder wenige, sage ich jetzt einfach mal, weil es gibt so viele Insekten, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Gut, dann wisst ihr schon mal Bescheid. Und damit würde ich mich recht herzlich natürlich von euch verabschieden. Wünsche euch eine schöne Zeit und würde sagen, haut rein, bleibt dran, euer Xardas. Bye bye. Aber eins steht fest, wir werden uns wiedersehen, wenn du den Kanal abonnierst und die kommenden Videos verfolgst.